Hallo ihr Lieben. Ja. Servusle von mir. Wir melden uns mal wieder. Wir sind heute unterwegs. Ja, aber nicht mit dem Hugo, sondern im Bruder vom Hugo oder Kumpel vom Hugo. Dollmanns on Tour ist ja momentan wenig on Tour. Ja. Wo fahren wir denn hin? Wir fahren zum Autohaus. Ja, Reisemobile. Und hoffen, dort gibt es ein paar schöne Fahrzeuge, die wir euch zeigen können. Ja, was tut sich sonst so? Also meine Hand ist noch eingebunden. Morgen bin ich beim Arzt. Ich gehe mal davon aus, dass dann auch die Fäden rauskommen. Ist alles okay. Ich habe also weder Schmerzen noch ist irgendwelche Komplikationen. Es schaut alles viel spektakulärer aus, als es ist. Wenn man es aufmacht, schaut es richtig spektakulär aus. Die Julia hat gesagt, das zeigen wir euch nicht. Nein. Ja, was tut sich sonst so? Die Knoten lösen sich langsam. Wir haben momentan wirklich extrem viel zu tun, weil Sachen passiert sind in diesem Jahr, die so überhaupt nicht geplant waren. Also wir hatten weder geplant, den neuen Hugo uns zuzulegen, und wir hatten schon gleich gar nicht geplant, wie für dieses Jahr, dass wir umziehen. Ja, und schon gar nicht hatten wir geplant, dass das alles aufeinander trifft. Aber meistens. Und so ein bisschen familiärer Hintergrund ist da ja auch noch vorhanden, wo einiges zu regeln ist. Und ein einziger Knoten hat sich jetzt zumindest schon mal gelöst. Ja, wir haben also zumindest jetzt eine. Also für all diejenigen, die denken, dass wir in den Hugo 3 reinziehen, dauerhaft, das können wir schon mal nicht bestätigen. Also das werden wir nicht tun. Nee, das ist eindeutig noch zu früh. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht zu einem späteren. Weil wir schon noch etwas arbeiten müssen. Ja. Also, die Sache ist die, wir müssen jetzt nach 28 Jahren aus dem Haus ausziehen. Ja, wir wollten eigentlich sowieso indem auch. Wir zur Miete wohnen. Und ja, wir wollten uns generell verkleinern. Aber dass das jetzt natürlich so schnell und so plötzlich geht und mir fällt das schon noch unheimlich schwer. Die Julia hat immer gesagt, ich ziehe hier jederzeit aus, ist ja nicht mein Haus, ist ja nur zur Miete. Und jetzt hat sie richtig Stress. Wir haben aber zumindest schon mal eine Wohnung. Das heißt, wir haben die Wohnfläche halbiert. Wir haben dann auch keinen Garten mehr, um den wir uns kümmern müssen, weil wir ja einfach mehr unterwegs sein wollen. Also es ist natürlich ein Umbruch, aber es ist, so wie es ist, gut. Ja, und jetzt sind wir ja nicht so viel on Tour, zumindest nicht mit dem Hugo. Und jetzt fahren wir zumindest mal ins Autohaus. Jahrreisemobile, Karthago-Händler hier bei uns in der Gegend. Die bauen nämlich seit längerem schon eine neue Halle. Ja. Und wir schauen jetzt mal, wie weit sie sind. Oder ob wir da noch ein bisschen helfen können. Helfen tue ich nicht. Nein. Alles gut, wir nehmen euch mit. Genau. Und zeigen euch das dann dort. Bis bald. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay.
So, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Jetzt sind wir angekommen bei der Firma Ja Reisemobile. Sieht man, glaube ich, da oben im Hintergrund. ja. Jetzt zeigen wir euch außen ein bisschen was. Leider der Ansprechpartner hier, der Hauptansprechpartner, den hat es erwischt. Ist leider krank. Von der Halle haben wir erfahren, dass es wohl noch etwas dauert. Bis Oktober. Also das zieht sich noch ein bisschen. Ja. Ist halt wie überall. Wichtig ist schon mal, die Cartago Group ist natürlich auf der Reisemobilmesse in Düsseldorf. Also wenn ihr auf der Caravan-Messe seid, schaut vorbei. Und da ist vermutlich der Herr Becker, der hier der Ansprechpartner ist, der Hauptverkäufer, auch hoffentlich wieder am Damm. Jetzt zeigen wir euch einfach mal, dass es hier wirklich sehr viele Fahrzeuge gibt. Und dann stellen wir euch im Einzelnen vor. Ich übergebe mal an die Jule. Die macht es mit der Kameraführung immer trotzdem besser. Also, wenn ihr noch ein Fahrzeug suchen wollt, solltet, hier steht also wirklich sehr viel. Der ist der Hammer. Es gibt die Kompakt. Ich bin gleich hängen geblieben. Da. Es ist die Kompaktklasse da, es ist die S-Klasse da, E-Line. So, typisch Jule natürlich, sie hat es euch ja gerade schon gezeigt. Wir sind die Kamera da. Ist automatisch an diesem schicken Teil hängen geblieben. Den wollen wir euch heute gar nichts dafür. Den wollen wir euch heute gar nicht vorstellen, aber ich gehe halt mal kurz rein, nachdem die Jule gesagt hat, Mensch, der ist toll. Ich will mal reinschauen. Ja, er ist toll. Er ist richtig toll. Oh. Ja, ein schickes Fahrzeug. Den stellen wir euch aber heute im Einzelnen nicht vor. Himmel, ist ja Platz ohne Ende. Ja. Ja, der kostet auch Geld. Oh, warte mal, ich muss mal in die Dusche. Moment. Ich war jetzt wieder viel zu schnell mit dem Schwenken, weil ich irgendwie gucke. Guck mal die Dusche da oben an. Ja. Wow. Das Bad. Eieiei, der Wahnsinn. Und ich vermute mal, da ist ein Kleiderschrank. Ist er. So. Da kann man ja jemanden reinstellen. Wie war das mit dem Liebhaber und dann Bett? Hier passt er in den Kleiderschrank. Habe ich jetzt Frau nicht gesagt. Die müssen Liebhaber im Wohnmobil verstecken. Hallo? Ja, okay. Aber der kostet auch richtig Geld. Da reden wir, da ist die 2 davor. Deutlich. Ich muss mal hier wieder rückwärts raus. Ja. Gut. Der wird es also heute nicht. Also falls euch die Daten interessieren, kann man ganz schlecht. Das ist ein Schick S Plus 50 LE und kostet 258.000. Wow. So, jetzt ist aber gut. Jetzt machen wir mal das Fahrzeug. Heute stellen wir nämlich ein ganz anderes Fahrzeug vor. Ja, wir schwenken noch mal hier über sämtlichen im Hof stehenden Fahrzeuge. Ja, sie haben sogar ein paar Malibu da, den einen oder anderen. Also es geht hier noch. Der grüne hier ist ja auch schick, ne? Es geht hier noch hinten rum. Ich habe schon festgestellt, wir sind hier bei Ja Reisemobile. Schwenk mal auf mein Kennzeichen. Ich hab J.A. Ich passe hierher. Ja, es geht also hier noch weiter. Also steht alles voll. Ich glaube, hier ist irgendwie für jeden was dabei. Sogar teilintegrierte. Wahnsinn. Also für die, die teilintegrierte favorisieren, die keinen vollintegrierten haben wollen. Hier gibt es auch schick C-Line. Malibu Van in schicken Grün. Dann kommen hier die teilintegrierten. Reinspitzen. Oh, der ist gut. Der hat vorne Stauraum, ganz viel
kein Hubbett. Hinten ein Queensbett. Wow, das ist ja der Wahnsinn. Wie viel Platz hier drin ist. Da haben wir den Fernseher. Guck mal, der hat keine Betten. Was? Also ich meine keine Zusatzbetten. Das sind so viele Schubs. Frau Dollmann, waren wir nicht da, um Fahrzeuge vorzustellen heute? Ja, ich ja. Moment, ich habe noch einen schönen gesehen. Oh. Ich liebe das ja. Also der hat jetzt hier ein Bett vorne drin. Hier mit den Gläsern, wunderbar, schöne Küche und Einzelbetten. So, und jetzt kriege ich gleich geschimpft. Naja. Jetzt müssen wir mal zu dem eigentlichen Fahrzeug gehen, was wir euch heute aufnehmen. Ja. Okay. Gut. Also ihr seht, es hat zumindest für jeden, der etwas sucht, ist hier für jeden etwas dabei. Ja, so ein grünes, schickes Teil ist doch wirklich. Für zwei Personen ist das. Ja, gibt es auch im stylischen Blau. Das sogar für unter 100. 1000. Also nicht für unter 100-Jährige, sondern für unter 100.000 Euro. Okay, jetzt darf ich nicht mehr weiter reingucken. Sonst kriege ich Stress. Ja, jetzt gucken wir richtig rein. 3 Stunden später. Also von außen schauen die ja fast alle identisch aus, so auf den ersten Blick. Aber ihr glaubt es gar nicht, was für viele Unterschiede es gibt. Also nicht, dass ihr denkt, die haben hier überall die gleichen Fahrzeuge stehen. Innen immer anders. So, und damit ihr wisst, wohin müsst, da sind wir gerade. So, und dann verabschieden wir uns für heute und gehen jetzt rein und nehmen euch. Oh, das war jetzt wieder zu schnell. Mein Elan. Wir sind halt von der schnellen Truppe. Ja, und ja. Wir nehmen euch jetzt ein Fahrzeug auf. Ich glaube, das wird euch auch gefallen. Ansonsten verabschieden wir uns für heute. Dieses Video. Wünschen euch weiterhin alles Gute. Genau, und für die, die auf der Caravan-Messe sind, schaut einfach mal vorbei bei Carthago. Spitzt mal rein, was es Neues gibt. Wir können ja dieses Jahr leider nicht. Wir haben uns um Küche zu kümmern. Wir packen Kartons. Einzupacken, umzupacken, auszuräumen. Wir brauchen wahrscheinlich einen Container, was alles, was sich in 28 Jahren angesammelt hat. Es ist heftig. Aber okay, da erzählen wir euch vielleicht beim nächsten Mal was. Genau, beim nächsten Mal mehr. Okay. Auf jeden Fall. Tschüss.